Über die Situation im Nahen Osten spreche ich jetzt mit ZDF-Korrespondent Michael Beverunge in Tel Aviv. Guten Abend. Hallo. Herr Beverunge, was macht denn die erwartete Bodenoffensive in Rafah? Die ist seit Tagen oder vielleicht sogar seit zwei Wochen erstmal zum Halten gekommen. Es wird nicht weiter auf Rafah vormarschiert. Das hat zwei Gründe. Zum einen gibt es noch sehr, sehr viele Widerstandsnester in ganz Gaza. Inzwischen wird auch wieder in Gaza City im Norden gekämpft. Und die Israelis haben aber trotzdem ihre Truppen erstmal angehalten. Zum einen muss ja erstmal, das hat Netanyahu auch der Premierminister deutlich gesagt, ein Evakuierungsplan ausgearbeitet werden. Der ist angeblich heute dem Kriegskabinett vorgestellt worden. Zum Zweiten deutet sich aber auch doch vorsichtige Hoffnung an, dass es etwas mit einem Geiselabkommen werden könnte und dann eben auch mit einem Waffenstillstand. Und die Israelis scheinen davon auszugehen, dass dieser Waffenstillstand kommt und dann würde es eben jetzt sofort keinen Sinn machen, weiter nach Rafah vorzumarschieren. Wir haben heute auch gehört vom Rücktritt der palästinensischen Regierung im Westjordanland. Was hat es denn damit auf sich? Das ist ein Schritt, der schon seit Tagen diskutiert worden ist. Es wird ja immer wieder ins Spiel gebracht, dass die palästinensische Autonomiebehörde diejenige Behörde sein soll, die die Zivilverwaltung in Gaza am Tag danach, nach dem Ende des Krieges, übernehmen soll. Das ist jedenfalls die Vorstellung der USA. Das ist auch die Vorstellung von Deutschland. Israel lehnt das bisher ab. Die Bedingungen, die auch die USA und Deutschland stellen, dass sich die Behörde reformieren müsse. Und das ist zumindest so etwas wie eine Andeutung dessen. Die Regierung hübscht sich auf, sie tritt zurück und eine neue Technokratenregierung, also angeblich oder anscheinend unbelastete Männer und Frauen sollen diese Regierung übernehmen, damit quasi zumindest nach außen der Reformwille demonstriert wird. Nach innen spielt aber auch eine Rolle, dass dies ein Weg ist, um eben die politischen Kräfte der Hamas und des Dschihad, also die extremen politischen Kräfte, in einer Art Einheitsregierung zumindest im Hintergrund für die palästinensische Sache zu bündeln. Das israelische Militär hat heute den ersten offiziellen Angriff sozusagen auch auf den Libanon vermeldet. Was bedeutet das denn für eine mögliche Ausweitung des Konfliktes im Nahen Osten? Ja, das ist eine Front, in der am Anfang es nur so immer ein Hin- und Hergeplänkel gab. Inzwischen gibt es fast jeden Tag Tote auf beiden Seiten und Verletzte. Und heute hat die israelische Armee zum ersten Mal einen Angriff auf Stellungen in Baalbek geflogen. Das ist schon eher tief im Inneren des Libanon. Einen solchen Angriff hat es im Prinzip seit dem Ende des letzten Libanonkrieges 2006 nicht mehr gegeben. Und das zeigt, dass es hier doch so eine gewisse langsame, aber anscheinend unaufhaltsame Eskalation gibt. Und ganz offiziell will eigentlich niemand diese Eskalation. Offenbar hat auch der Iran klar gesagt, dass die Hezbollah bestimmte Grenzen nicht überschreiten soll. De facto eskaliert dieser Konflikt aber immer weiter. Und die Frage ist, wo das enden soll. Ein Thema habe ich auf dem Zettel noch. Kommunalwahlen morgen in Israel. Welche Bedeutung haben diese Wahlen vor allem auch für Netanyahu? Ja, heute bei Phoenix der große Parforce-Ritt durch alle Themen von Nord nach Süd. Diese Kommunalwahlen, die spielen natürlich auch eine Rolle, aber keine so große. Natürlich könnte man sagen, das ist ein Stimmungstest. Wie steht Netanyahu, wie stehen die Parteien seiner Regierung da? Es ist aber so, dass bei den Kommunalwahlen meist doch regionale Themen eine größere Rolle spielen. Es geht nicht um die Frage, ja, nein, Netanyahu. Auch die Kandidaten sind nicht ja für Netanyahu oder nein gegen Netanyahu. Also man wird sehen müssen an den Ergebnissen, ob es in einzelnen Gemeinschaften, in einzelnen Kommunen bestimmte Ausreißer gibt oder Ergebnisse, die klar als ein erster Stimmungstest seit Beginn dieses Krieges am 7. Oktober gesehen werden kann. Fragen zu den unterschiedlichsten Themen und kompetente Antworten wie immer. Aus Tel Aviv war das live unser Korrespondent Michael Beverunge. Vielen Dank dafür.